wenn du lästerst, wenn du einem etwas antust, wenn du dich lustig machst. Und das geht heutzutage leider sehr schnell. Ja, im Social Media, wie oft wird gelästert, sich lustig gemacht, da wird irgendwie so ein Bild gepostet von irgendjemandem, ja, dass man sich lustig macht über diese Menschen. Ob die Menschen gut waren oder nicht, ist wieder was anderes. Ja. Es geht darum, dass du keine Sünden begehen darfst, nur weil irgendeiner Sünden begangen hat. Ja, dass du dann das Recht hast, dich lustig zu machen oder sowas ähnliches, das ist nicht erlaubt. Sondern wenn du denkst, ja, du musst jetzt zeigen, dass irgendwas falsch ist, dann mach es auf einer guten Art und Weise. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam, als er den Tauhid verbreitet hat, der hat sich nicht lustig gemacht über Abu Lahab und Abu Jahl. Guck mal, wie der läuft, guck mal, wie der aussieht, guck mal, wie der ist, guck mal, wie der... So war der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht. Aber leider, da viele von uns noch Erziehung benötigen, möge Allah uns erziehen, gibt es diese schlechte Art und Weise. Ja? Und selbst und auch leider bei Leuten, die dann meinen, sie würden zu Allah aufrufen, dann beleidigen sie andere, ja? Ob das Sektenanhänger sind oder so, mit vulgären Begriffen, ja. So wird keine Da'wah gemacht. Wenn du jetzt jemandem erklären möchtest, der liegt falsch in der Aqidah oder irgendwie, dann sagst du, hör mal zu, das ist falsch. Aber du darfst nicht anfangen, du XY und dann beleidigst du. Ja, wenn man die Kommentare sich mal anschaut, ja, von den Leuten, die sagen, wir sind von, ja, As-Salaf folgen wir, ma'ad Allah, As-Salaf waren nie beleidigend, wir haben nie gespottet, du willst Abu Bakr, As-Siddiq und Umar und Uthman und Ali und Talha und Zubayr und wie sie alle heißen, radiallahu anhum, du willst behaupten, du bist wie sie und dann kommentierst du mit Beleidigungen und sowas, das hat mit denen überhaupt nichts zu tun. Deswegen, Yawm al-Qiyamah, wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen. Verleumdungen, ja, wie ich öfters gesagt habe, es gibt Leute, die denken sich, ja, ist egal, ich kann irgendwas schreiben, ich poste einfach mal drauf los. Ja. Der ist so oder sie ist so. Aber Yawm al-Qiyamah wirst du dafür zur Rechenschaft gezogen, für jedes einzelne Wort, das du gesagt hast, das du behauptet hast, das du unterstellt hast, wirst du zur Rechenschaft gezogen. Und die Währung Yawm al-Qiyamah sind Hasanat. Das ist die Währung. Weder Dinar noch Dirham. Dinar sind die Goldmünzen, Dirham sind die Silbermünzen. Du wirst Hasanat bezahlen. Und das ist natürlich teuer. Eine Hasana kann dein Leben retten, Yawm al-Qiyamah. Und wenn du deswegen, weil du in der Dunya Unrecht getan hast, ja, ob finanziell, ob die Würde, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es erwähnt hat, ja, egal was du getan hast, musst du wissen, Yawm al-Qiyamah wirst du dafür bezahlen.